Dieses Video ist ein Bestandteil des Praktikums Mess- und Regelungstechnik vom Lehrstuhl für Informatik 7 an der Universität Würzburg und soll Aufschluss darüber geben, was wir im Praktikum gemacht haben. Hallo, mein Name ist Ming und ich werde euch in den nächsten 9 Minuten des Videos begleiten. Zuerst erzähle ich euch, worum es in diesem Praktikum geht. Das eigentliche Ziel des Praktikums ist es, sich mit einem nichtlinearen Regler zu befassen und ihn dann implementieren. Die Aufgabe des Reglers besteht darin, einen mobilen Roboter einen vorgegebenen Pfad verfolgen zu lassen. Dieser Regler basiert auf der Arbeit von Giovanni Indivieri und Maria Letizia Corradini. Die Mathematik, die in diesem Regler steckt, wird am Ende des Videos von meinem Kollegen Tobias erklärt. Bei der Implementation des Reglers haben wir das Robot Operating System, kurz ROS, benutzt. ROS ist ein Framework, der das Programmieren von Robotern vereinfachen soll und enthält dafür eine Sammlung von Libraries, Konventionen und viele nützliche Tools, unter anderem das G-Mapping Packet, mit dem wir mittels Laserscanner-Daten die Umgebung kartografieren können, das ERVIS-Tool zur Darstellung der Karte, der Position des Roboters auf der Karte, Hindernisse, die der Laserscanner erfasst und vieles mehr. Und das ROSPEC-Tool, mit dessen Hilfe können wir Topics wie zum Beispiel die Geschwindigkeit der Räder, die Positionsdaten und andere Sachen, die der Roboter publisht, aufnehmen und dann später nach Bedarf abspielen. Der Roboter, der uns zur Verfügung gestellt wurde, heißt Irma 3D. Er basiert auf dem von Fraunhofer Institut entwickelten Bausatz Volkspor RT3 und besitzt ein passives Rad mit drehbarer Achse und zwei aktiven Räder ohne drehbaren Achsen, die jeweils durch einen 150 Watt DC-Motor angetrieben werden. Dadurch können sich die zwei aktiven Räder unabhängig voneinander mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten drehen, um so Richtungswechsel zu erzielen. Man kann Irma 3D an einem PC über USB anschließen. Ausgestattet ist Irma 3D mit einem LMS-Laserscanner zur Kartierung und Lokalisierung. Dieser Laserscanner kommuniziert über eine LAN-Verbindung mit dem angeschlossenen PC. Weiterhin wurde Irma 3D mit zwei Webcams und einem Gamepad aufgerüstet. Eine der Webcams haben wir benutzt, um einige Aufnahmen für dieses Video zu drehen. Und über ein bereits vorhandenes Modul können wir Irma 3D mit dem Gamepad manuell steuern. Dabei lässt sich das rechte Rad mit dem rechten Analogstick und das linke Rad mit dem linken Analogstick kontrollieren. Mit der rechten Schultertaste kann die Geschwindigkeit erhöht werden und mit der linken Schultertaste wiederum verlangsamt werden. Nun demonstrieren wir, wie wir eine Karte erstellt haben. Hierfür wurde das G-Mapping-Packet gebraucht. Das G-Mapping interpretiert die Laserscanner-Daten und kombiniert sie mit den Odometrie-Daten, um fortlaufend eine Karte zu generieren. Hier links im Bild ein Ausschnitt des ERVIS-Tools, in dem man schön sehen kann, wie sich die Karte langsam bildet. Das Sichtfeld des Laserscanners ist mit den roten Linien dargestellt. Und der blaue Pfeil, der den roten Linien des Laserscanners folgt, ist der Roboter bzw. seine Position auf der Karte. Diesen Kartierungspfad sind wir anfänglich einmal manuell mit dem Gamepad abgefahren. Dabei haben wir das ROSPEC-Tool zunutze gemacht und die Rädergeschwindigkeit aufgezeichnet. Und nun konnten wir denselben Kartierungspfad wieder abspielen. Darum sieht es im Video so aus, als ob der Roboter autonom fährt. Dies sollte man nicht mit dem Regler verwechseln. Hier spielen wir mit dem ROSPEC tatsächlich nur die genauen Rädergeschwindigkeiten ab, wie wir es mit dem Gamepad zuvor gesteuert haben. Die Funktionsweise des Reglers stattdessen sieht so aus. Der Regler bekommt als Input eine Liste von Positionen und soll ihm diese Rädergeschwindigkeiten ausrechnen, die der Roboter haben soll, um die Positionen auf der Liste zu erreichen. Das ist auch so ziemlich der Grund, warum wir eine Karte erstellen. Damit der Regler an einem Roboter funktioniert, braucht es eine Möglichkeit, den Roboter in der Umgebung zu lokalisieren.
In unserem Fall ist die Umgebung das Foyer im Hanggeschoss des Informatikgebäudes. Zur Lokalisierung werden zwei Möglichkeiten implementiert. Zum einen die Positionsbestimmung über die Odometrie des Roboters, zum anderen über den AMCL-Algorithmus. Die Odometrie verwendet dabei die Daten zur Geschwindigkeit der einzelnen Räder, um die Position ausgehend vom Startpunkt fortlaufend zu aktualisieren. Das funktioniert über kurze Strecken zuverlässig, bei längerer Fahrt führt jedoch die Aufsummierung kleinerer Messfehler zu einer immer stärkeren Abweichung. Das sehen wir gleich, wenn wir den Regler am Roboter anwenden. Allerdings braucht diese Methode die Karte nicht, im Gegensatz zu AMCL. AMCL steht übrigens für Adaptive Monte Carlo Localization und verwendet zusätzlich zur Odometrie noch die Laserscanner-Daten des Roboters, um sich in der zuvor aufgenommenen Karte zu identifizieren. Mit AMCL muss der Nullpunkt auf der Karte bekannt sein, sonst könnte die Fahrtverfolgung schiefgehen. Normalerweise befindet sich der Nullpunkt dort, von wo der Roboter bei der Kartierung gestartet ist. Um uns den Nullpunkt zu merken, haben wir auf den Boden zwei schwarze Kleberstreifen geklebt. Bevor wir den Regler an Irma 3D anwenden, muss die Funktionalität des Reglers noch getestet werden. Schließlich wollen wir ja nicht, dass Irma 3D verrückspielt wegen eines nicht akkuraten implementierten Reglers. Dafür haben wir einen Simulator programmiert. Diesen speisen wir mit Daten, die der Regler ausspuckt, also den Rädergeschwindigkeiten, und der Simulator berechnet daraus die Positionen, die ein Roboter mit diesen Geschwindigkeiten zurücklegen würde. Anschließend werden die Positionsdaten in einer Datei gespeichert, die wir dann mit GNU-Plot plotten können, um zu schauen, wie der Pfad aussieht. Bei dieser Simulation lassen wir den Regler einen Pfad abfahren, die wie eine 8 aussieht. Hier könnt ihr ihn sehen. Dies ist eines der vielen bereitgestellten Beispielpfade, die wir für Testzwecken nutzen können. Die Simulation ist soeben fertig. Jetzt wird das Ergebnis geplottet. Okay, von der Original 8 kaum zu unterscheiden. Unser Regler sieht funktionstauglich aus. Nun können wir endlich den Regler an Irma 3D anwenden. Zur Demonstration des Reglers lassen wir Irma 3D zwei unterschiedliche Pfade verfolgen. Einmal die 8, die wir schon bei der Simulation gesehen haben, und einen Pfad, den wir mit dem Rossback aufgenommen haben. Der sieht dann geplottet wie eine umgedrehte Birne mit Beule an einer Seite aus. In den zwei oberen Bildausschnitten wird die 8 abgefahren und in den zwei unteren die Birne. Rechts benutzt der Regler Odometrie und links AMCL. In den oberen Abschnitten sieht man, dass bei mit dem Odometrie laufenden Regler die 8 leicht schräg versetzt abgefahren wird. Das könnte daran liegen, dass der Winkel bei der Startposition nicht genau getroffen wurde und ohne AMCL keine Korrektur dieser Abweichung erfolgen kann. Außerdem wurde der eigentliche Zielpunkt nicht ganz erreicht. Wie man erkennen kann, steht Irma 3D etwas weiter weg von den zwei kleinen schwarzen Kleberstreifen auf dem Boden, die den Startpunkt markieren. In den unteren Abschnitten sieht man noch besser, dass der mit Odometrie laufende Regler eine deutliche Abweichung vom Zielpunkt aufweist, was auf die Aufsummierung der Messfehler zurückzuführen ist. Mit AMCL steht Irma 3D hingegen fast wieder am Ausgangspunkt. So sehen die Pfade im Vergleich zum Vorgabepfad aus. Fazit: Der Regler funktioniert mit Lokalisierung über Odometrie auf kurzen Strecken recht gut und man braucht auch keine Karte. Will man jedoch mit dem Roboter längere Pfade abfahren und das Ziel erreichen, ist man mit AMCL auf der sicheren Seite. Man muss bloß vorher eine Karte der Umgebung erstellen und sich den Nullpunkt der Karte merken. Und nun erklärt Tobias die Mathematik des Reglers. Der Regler von Giovanni Indiveri und Maria Letizia Corradini soll den Roboter einen vorgegebenen Pfad verfolgen lassen. Um ihn zu verstehen, betrachten wir zunächst das Bewegungsmodell des Roboters. Hier sind x und y die Koordinaten des Roboters im globalen Koordinatensystem. Theta der Winkel des Roboters zur x-Achse, u die Translationsgeschwindigkeit des Roboters und Omega seine Gierrate.
Weiterhin seien L die Entfernung des Roboters zu seiner orthogonalen Projektion P auf dem Zielpfad und Theta D der Neigungswinkel der Tangente in diesem Punkt des Pfades. Das Steering Control Law bietet dann eine Berechnung von Omega. Dabei ist Kappa S die Krümmung des Pfades in P und Theta Tilde die Winkeldifferenz zwischen Theta und Theta D. Dieses Regelgesetz garantiert eine asymptotische Konvergenz von L und Theta Tilde gegen 0, sofern U nicht gegen 0 geht. Für unseren Controller wird die Geschwindigkeit U konstant festgelegt. Die Berechnung der Verstärkungsfaktoren H und Gamma wird später in diesem Video gezeigt. Zunächst wird das Kontrollgesetz noch vereinfacht. Zum einen transformieren wir dazu das Koordinatensystem so, dass der Ursprung im Punkt P liegt und die x-Achse in Richtung der Tangente in diesem Punkt zeigt. Dadurch wird Theta D zu 0 und damit Theta Tilde zu Theta, sowie L zu Betrag von Y. Zur weiteren Vereinfachung wird der Pfad noch in einzelne Teilpunkte zerlegt. Zwischen den einzelnen Punkten wird der Pfad als linear angenommen. Im Regler benutzen wir dazu zunächst die ersten zwei Punkte des Pfades und legen durch sie eine Gerade. Sobald die orthogonale Projektion den zweiten Punkt erreicht hat, benutzen wir die Gerade, die durch den zweiten und dritten Punkt verläuft, als neuen Pfad. Das wird fortgeführt, bis das Ende des Pfades erreicht ist. Die orthogonale Projektion wird dabei immer zur aktuellen Gerade berechnet. Durch diese Vereinfachung gilt Kappa S gleich 0. Damit fällt der erste Teil des Steering Control Law weg. Nun fehlt noch die Berechnung der Verstärkungsfaktoren H und Gamma. Betrachten wir den asymptotischen Fall unseres Reglers, können wir Theta ungefähr gleich 0 annehmen. Dann können wir Sinus Theta durch Theta und Cosinus Theta durch 1 ersetzen. Damit vereinfacht sich das Bewegungsmodell. Zur Bestimmung der asymptotischen Stabilität können wir damit dieses lineare Gleichungssystem betrachten. Dieses ist dann stabil, wenn die Eigenwerte der Matrix einen negativen Realteil besitzen. Um Oszillationen zu vermeiden, sollte außerdem der Imaginärteil der Eigenwerte 0 sein. Diese Bedingungen sind für Gamma größer gleich 2 mal U mal Wurzel H erfüllt. Für eine oszillationsfreie Anwendung sollte Gamma gleich 2 mal Alpha mal U mal Wurzel H mit Alpha größer 1 gewählt werden. In unserem Controller verwenden wir Alpha gleich 1,2. Übrig bleibt noch die Berechnung von H. Hier fließt unter anderem auch die maximale Krümmung des Roboters Kappa R Max mit ein. Für Y gleich 0 und Theta ungleich 0 berechnet sich H durch diese Formel. Für Y ungleich 0 berechnet sich H stattdessen mit dieser Formel. Falls Y und oder Theta kleiner als ihre maximalen Schätz- bzw. Messfehler werden, werden sie durch diese ersetzt. Zum Schluss können wir mit dieser Beziehung noch die Rädergeschwindigkeiten aus Omega, U und dem Abstand der Räder 2b berechnen. Umgestellt nach VR und VL ergeben sich folgende Formeln. Is lost, but for now, breathing in, breathing out, to get my thoughts back off the ground, walking down now the street, passing by people meet. Anyhow, just for now, I'm realizing what I need, and then you come to my mind. Well, I guess it's kind of sign. Don't take long to realize. I think it's time, so I raise my voice, and I am running around.
looking for you. Take my hand, let's find something for us to share. Making out, touching down, every smile in your face seems to me, it brings up thoughts of every second that I wasted without you, right by my side. How did I manage just to hide that it feels so very right? But I'm restless, so I raise my pace and I am running around looking for you. Sure. Could be you, could be you, could be you, could be you. Well, you're hanging around, see nothing new. Could be you, could be you, could be you. Also, ich würde es erstmal bitte.